So, da bin ich auch schon wieder für euch. Und ja, diesmal geht es tatsächlich weiter mit dem Gegner, den wir optional besiegen können, aber nicht besiegen müssen. Ich hoffe es doch zumindest mal, dass wir zu dem dieses Mal hinkommen. Ja, den Raum hier, den kennen wir doch. This far. Still, what a worthless bunch. I can't believe they couldn't stop a lone cyborg. Ziggy, this is the guy. Yeah, I know. Looks like I'm about to get some decent exercise. And this baby's quite pleased as well. Momo, be careful. He's no ordinary enemy. Und ja, das ist der Gegner, den wir besiegen können, aber nicht müssen. Magulus persönlich. Ich werde jetzt wahrscheinlich die meiste Zeit damit beschäftigt sein, den Schaden, den er da macht, irgendwie entgegenzuheilen. Weil er nimmt nicht viel Schaden. Nein, er nicht. Warum sollte er auch? Man, ey, das ist Magulus, everybody's darling und so, wisst ihr? Aber ja, der nimmt auch irgendwann mal seinen Schaden. Ich weiß nur nicht mehr wie. Boom in your face, bitch. Sorry, aber der muss jetzt sein. Es gibt eine Sache, die diesen Typen echt am Ende sehr unangenehm macht. Und wenn das macht, sage ich euch Bescheid. Gut, Momo wird die nächsten zwei Runden heilen müssen. Ich meine, man sagt zwar grundsätzlich so schön, Kleinvieh macht auch Mist, aber ja, er ist schon Großvieh. Ja, ich glaube, wir sind bald am Ende des Kampfes angekommen. Weil er setzt eine spezielle Attacke ein und wenn die uns erwischt, also zu krass erwischt, kann das Böse ins Auge gehen. Ja, sieht so aus, als wär's das. Gut, mir reicht's. Erhöhen wir mal seine Defensive. Sorgen erstmal dafür, dass wir automatisch weniger Schaden nehmen. Ja, im Prinzip könnte man wahrscheinlich auch vor dem fliehen, keine Ahnung. Ich habe es noch nie probiert. Ach, er hat mich zurückgeschmissen. Krass, Mann.
deswegen nehme ich so wenig Schaden plötzlich. Macht natürlich Sinn. Ja, ich habe ihn jetzt vor Momo gestellt, damit er nicht mehr zurückgeworfen werden kann. So. Wow. Fast gar nicht. Mann, Schaden hier gegen ihn gemacht, ey. Oh Mann. Alter, ist der oft dran. Bisschen krank. Vielleicht fühlt sich das ja besser, keine Ahnung. Nicht wirklich. Verstehe. Offen gesagt, ich verstehe diesen Endgegnerkampf gerade selber nicht. Muss ich eine gewisse Rundenzahl durchhalten oder einen gewissen Schaden gegen ihn machen? Da ist das Spiel ein bisschen sehr zurückhaltend in seiner Informationspolitik. Und ja, wir heilen ihn jetzt nochmal an das, okay? Oder gar nicht. Wir erhöhen mal einfach unsere Def. Okay. Übertreib's mal nicht, Junge. Ich hoffe, dass der nicht nochmal kritisch trifft so schnell. Nein, okay. Weil dann heilen wir den jetzt richtig hoch, den Siggi. Dann kann Momo jetzt noch mal heilen und dann haue ich den gleich noch mal ein bisschen und hoffe, dass ich es irgendwie hinbekomme, dass ich die ganzen Punkte für den da jetzt gut kriege, sag ich mal. Oder auch nicht. Sieht schlecht aus, leider. Da ich ja plötzlich gar keinen Schaden mehr gegen ihn machen kann. Ach, du grüne Neuner. Gut. Da ich ihn irgendwie am Leben halten muss, mache ich das jetzt so. Gucken wir mal, was passiert. Ja, ich weiß, es ist so spannend, dieser Endgegnerkampf. Aha, finde ich gut, wenn er mich verfehlt. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit, wenn er schon so übertrieben viel Schaden machen muss die ganze Zeit hier. Das nervt mich schon tierisch. Okay.
Die nächste Runde muss er sich wieder mit Lisa Pack S mit selbst hochheilen, ey. Ansonsten wird's eng. Sehr schön. Momo gibt ihm auch so eins. Ist besser als ihre eigene Heilung mit Isa. Traurigerweise. Sehr gut. Jetzt komme ich auch wieder hinterher mit Miles. Schade, ich dachte, er verfehlt wenigstens wieder. Nein, er doch nicht. Okay, jetzt rastet er richtig aus. Deswegen geben wir Sigi mal gleich hier das hier. Und er setzt mal Maigard ein. Sicher, sicher. Ja, ich glaube, wir sind im letzten Drittel des Kampfes sozusagen angekommen. Diesmal muss ich mal selber heilen auch. Ich frag mich, ob er den Spaß noch wiederholen will hier. Langsam reicht's auch mal. Magulis. Verdammt, das wollte ich eigentlich gar nicht. Egal. Eigentlich wollte ich nur eine Attacke einsetzen. Um ihm quasi so ein bisschen quasi wieder an die Kreisattacke ranzukommen. Nämlich genauso. Gut, Momo heilt sich selber. Wobei, warum soll ich das eigentlich so machen? Sie kann auch das machen, das reicht. Die hat nicht so viel Lebensenergie. Ich weiß auch, dass Magulis keine 400 Schaden macht. Würde mich zumindest stark wundern, wenn er jetzt damit anfangen würde. Ey, so ein Dreck. Aber gut, wenigstens habe ich damit getroffen. Thank you.
Ich finde diesen Gegnerkampf gerade irgendwie ganz witzig, wa? Obwohl er mich schon wieder fast eine Runde zu lange dauert. Zu ressourcenfressend ist an sich. Hä? Wieso wurde er geheilt? Ich glaube, ich hab ihn. Fahr zur Hölle, Mann. Ja, wie witzig. Also erzählst Chris dein und ich sag, wir sollen zur Hölle fahren. Hahaha. Wie witzig. Ja, kann man gegenheilen. Zumindest irgendwie. Ja, ist mir schon wichtig. Ach, ja. Hab ich nicht aufgeladen, so ein Mist? Egal. Passt schon. Momo heilt sich mal selber. Na, greift unser Mr. Oberkotz wieder eine Runde an. Kennt man ja schon. Oder auch nicht. Okay. Passt. Ja, für all diejenigen, die sich fragen, was ich da gerade gemacht habe, ist die Antwort ganz simpel. Ich habe damit gerechnet, weil das irgendwas mit Absorb stand, dass er deswegen alles absorbieren konnte, was ich ihm vorhin reingehauen habe. Ja, ich glaube, der kriegt den ganzen Part am Ende, oder wie? Warum nicht? Voll läuft. Okay, ich glaube, ich habe ihn. Wenn er anfängt zu boosten, müsste das das Ende sein. Gut, macht nicht so viel Schaden im Moment, das passt schon. Das auch nicht, von daher soll er mal machen, wenn es ihn glücklich macht. Ja, ich heb mir den Boost dieses Mal ein bisschen besser auf. Gucken wir mal. Hab ihn.
Yay, Level Up für beide. Und ja, ihr seht, die Musik hört bei dem nicht mehr auf, weil es ja nicht mal wirklich richtig gut sozusagen war. Und ja, 18 Minuten Kampfzeit, fast 19, war. Und wir haben einen Purple Ring erhalten. Ich weiß nicht, was der kann, aber ist mir auch egal.